Herzlich willkommen zu meinem zweiten politischen Bericht, diesmal nicht aus Brüssel, sondern aus Straßburg. Wir haben 3 Wochen in Brüssel parlamentarische Arbeit, meist in den Ausschüssen, und 1 Woche in Straßburg. Und hier werden die Entscheidungen gefällt im Europäischen Parlament. Und ich freue mich über die vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, und die vielen Anregungen. Und es macht Spaß, mit Ihnen gemeinsam die ersten Schritte, die ersten Monate zu gehen, in meinen Ausschüssen politisch zu arbeiten. Meine 3 Ausschüsse sind Entwicklungspolitik, Auswärtige Politik und Menschenrechte. Und ich konnte in 3 Ausschüssen mich selber einbringen. Im Bereich der Entwicklungspolitik bin ich beispielsweise dafür zuständig, eine Stellungnahme zu schreiben, wie die Freihandelsabkommen TTIP oder das Freihandelsabkommen TTIP hier Auswirkungen hat auf Drittländer. Und das ist wichtig für die Frage, welche Rolle die Entwicklungspolitik spielt in diesem Geflecht der Handelspolitik zwischen Europa und den USA. Des Weiteren habe ich zum Thema TTIP mehrere Veranstaltungen gemacht, auch im Wahlkreis in Quedlinburg und in Oebisfelde. Und ich lade Sie ein, mich weiterhin einzuladen, zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Hier gibt es großes Interesse. Und ich möchte ebenfalls mit Ihnen darüber diskutieren, ob beispielsweise die Gewerkschaften die rote Linie mit der SPD festgelegt haben im Bereich des Freihandelsabkommens. Hier auch rote Linien zwischen den Gewerkschaften und der CDU/CSU zu finden oder zu suchen. Ein Thema, was nicht nur auf dem Tisch der SPD liegen sollte. Im Bereich der auswärtigen Politik habe ich 2 Reisen getätigt, auch in der Situation, dass ich Mitglied bin in der Delegation für Israel. Und ich war in Palästina und in Israel und habe ausgelotet und zugehört, wie die Situation vor Ort ist. Und das war wichtig für eine Resolution, die heute verabschiedet wurde, wo ich mich eingebracht habe, dass wir eine breite Mehrheit finden für die Anerkennung Palästinas im Laufe von zukünftigen Friedensverhandlungen, die wiederum wichtig sind für Mogherini als Außenbeauftragte, hier eine neue europäische Linie zu finden. Und das war ein aktiver und erster Punkt, den ich hier gut einbringen konnte. Und es hat Spaß gemacht, auch hier für die Sozialdemokraten mitzuverhandeln. Ein weiteres Thema war Syrien. Ich habe eine Veranstaltung mit der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik gemacht. Und die Frage, welche Rolle ISIS dort spielt und wie das auch von der europäischen Politik ins Positive beeinflusst werden kann. Ein weiteres Thema war am Rande, war aber interessant, mit dem Deutschen Bundestag. Dort gibt es ein Papier zu dem Thema europäische Armee. Das ist ein wichtiger Impuls, der aus Deutschland gegeben wird, der nächstes Jahr eingebracht wird nach Europa zur großen sozialdemokratischen Fraktion S&D. Und es geht nämlich darum, dass wir eine neue gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik entwickeln, neben den neuen diplomatischen Situationen, dass wir eine gemeinsame europäische Sprache finden müssen. Das Thema Menschenrechte hat mich ebenfalls in vielfältigen Sitzungen ganz aktiv sozusagen betroffen, auch dahingehend, dass ich das Thema Ägypten und Menschenrechte selber durch eine Reise nach Ägypten jetzt hier mit ins Parlament bringen kann. Und dazu wird es auch im kommenden Jahr vielfältige Aktivitäten geben, weil sich die Situation vor Ort zuspitzt und wir als Europa hier eine klare Position finden müssen und eine klare Unterstützung, damit wir eine Situation schaffen, wie sie Tunesien erreicht hat. Und ebenfalls mit Tunesien und Ägypten werde ich nächstes Jahr weiterhin im Trialog mit der Stiftung Zentrum für angewandte Politikwissenschaft stehen. Das sind die Themen, zu denen ich in den letzten Monaten gearbeitet habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich weiterhin auf Ihre Anregung, auch auf Ihren Besuch hier in Brüssel und in Straßburg, und verbleibe mit besten Grüßen hier heute aus Straßburg. Alles Gute.